willkommen beim Podcast Modern Work trifft Arbeit Education Edition. Mein Name ist Selina und du bist hier richtig, wenn du dich für New Work, modernes und agiles Arbeiten interessierst. Heute beschäftigen wir uns mit Kanban, einer agilen Arbeitsmethodik, die die Art und Weise, wie Teams Aufgaben organisieren, verwalten und optimieren, revolutioniert hat. Ursprünglich in der Fertigungsindustrie eingeführt, hat sich Kanban als äußerst effektive Methode in verschiedenen Branchen etabliert, von Softwareentwicklung bis hin zum Projektmanagement. Die Kanban-Methode basiert auf klaren visuellen Signalen und einem kontinuierlichen Arbeitsfluss, um den Durchsatz zu maximieren und Engpässe zu identifizieren. Sie besteht aus mehreren Grundprinzipien, die Teams dabei unterstützen, ihre Arbeitsprozesse zu verbessern und eine höhere Effizienz zu erzielen. Kommen wir nun zu den Grundlagen von Kanban. Kanban hat drei Hauptelemente: das Kanban-Board, Kanban-Karten und das Pull-System. Das Kanban-Board ist ein visuelles Dashboard, das Aufgaben in Spalten organisiert, um den Arbeitsfluss zu veranschaulichen. Typische Spalten umfassen zum Beispiel zu erledigen, in Arbeit und fertiggestellt. In Kanban-Karten ist jede Aufgabe durch eine Karte repräsentiert, die Informationen über die Aufgabe selbst, ihren Fortschritt und weitere Details enthält. Das Pull-System führt neue Aufgaben basierend auf der Kapazität des Teams ein, wodurch Überlastung vermieden wird und der Fokus auf die aktuellen Aufgaben gelegt wird. Kanban hat somit einige Vorteile. Durch die Visualisierung des Arbeitsprozesses können Teammitglieder den Status von Aufgaben leicht verfolgen. Die Transparenz wird dadurch verbessert. Kanban fördert eine kontinuierliche Optimierung, da Teams Engpässe und Flaschenhälse schnell erkennen und beheben können. Es ermöglicht Teams zudem, sich an sich ändernde Anforderungen anzupassen, indem sie Prioritäten dynamisch neu setzen. Zum Schluss möchten wir dir auch noch einige Tipps zur Implementierung von Kanban an die Hand geben. Bei der Implementierung gilt es zu beachten, dass die Arbeitsabläufe klar definiert sind. In diesem Schritt ist es wichtig, dass die Schritte im Arbeitsprozess identifiziert und visualisiert sind, um eine klare Struktur zu schaffen. Zudem ist es relevant, dass die Arbeit in Bearbeitung begrenzt wird. Dadurch kann Überlastung vermieden werden. Auch ist eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung von Bedeutung. Insgesamt bietet die Kanban-Methode eine effektive Möglichkeit, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Produktivität zu steigern. Indem sie eine klare Visualisierung und einen kontinuierlichen Verbesserungsansatz fördert, ermöglicht sie Teams, sich flexibel an Veränderungen anzupassen und einen effizienten Arbeitsfluss aufrechtzuerhalten. Für Unternehmen, die nach einer agilen Methodik suchen, um ihre Prozesse zu verbessern, bietet Kanban eine praktische und ergebnisorientierte Lösung. Durch die Implementierung dieser Methode können Organisationen ihre Arbeitsabläufe optimieren und gleichzeitig eine verbesserte Effizienz und Transparenz erreichen. Im nächsten Podcast geht es um eine weitere agile Methode, und zwar Scrum. Wenn du aber noch Fragen zu Kanban hast, schreibe die uns gerne. Wie du uns erreichen kannst, siehst du in den Shownotes. Nun heißt es dir als Zuhörerin, Danke zu sagen. Danke, dass du uns deine Zeit und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Wenn du keine Folge unseres Podcasts verpassen möchtest, folge uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Gerne darfst du auch unseren Podcast weiterempfehlen. Und nun hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge.